der Bus ist schon weg, der Bus ist schon weg. Der Bus ist weg, wir kriegen schnell kein Taxi, geht das Sommerfeld, jetzt trinken so wie Top und Koch. Der Bus ist schon weg, der Bus ist schon weg, der Bus ist schon weg. Dreister Räuber, der die Reichen bestahl und die Armen beschenkte. Dafür verlor er 1803 seinen Kopf. Heute ist es in seinem Hauptwirkungsgebiet zwischen Idar-Oberstein, Raunen und Kirn nicht mehr so unsicher. Ganz im Gegenteil, die Hunsrücker sind äußerst gastfreundlich. Unser Fernsehausflug Fahr mal hin lädt Sie heute ein ins Land des Schinderhannes. Wir sind unterwegs zwischen Kirchberg und Idar-Oberstein. Fahren Sie mit, es lohnt sich. Lang ist's her. Mitten in Rheinland-Pfalz, in der Nähe von Idar-Oberstein im Hohen Hunsrück, überfielen der Schinderhannes und sein Julchen wieder einmal einen Reichen und kamen dafür hinter Schloss und Riegel. Johann Bückler, genannt Schinderhannes, wurde als Räuberhauptmann 1803 in Mainz hingerichtet, nachdem er jahrelang, besonders im Hunsrück, Angst und Schrecken verbreitet hatte. Unsicher ist die Gegend zwischen Idar-Oberstein, Kirn und Raunen heute nur noch auf den Straßen, wo die Bewohner geradezu rennsportartig fahren. Hier muss man einfach beweglich sein, begründen sie das. Denn Erwerbsmöglichkeiten gibt es überwiegend außerhalb dieser Region. Dem Gast öffnet sie sich als reizvolle Landschaft mit Hochflächen und tief eingeschnittenen Tälern und mit zahlreichen Burgruinen. Als Beispiel die Wildenburg. Schon die Kelten lebten hier hinter einer Doppelwallanlage. Die Römer hatten ihre Fernwarte. Im Mittelalter bauten die Wildgrafen eine Burg, deren Räume heute in ein Restaurant mit rustikalem Charme umgewandelt sind. So vielseitig wie die herbschöne Natur rund um die Wildenburg sind auch die Erlebnis- und Erholungsmöglichkeiten. Man kann wandern, kann Malutensilien mitbringen, sollte den Fotoapparat nicht vergessen, keinesfalls aber das Fernglas, denn unterhalb der Wildenburg ist ein Freigehege angelegt mit zahlreichen Tierarten, die man aus nächster Nähe beobachten kann. Ein Rundwanderweg führt durch das 42 Hektar große Gelände. Von der Wildenburg ist es nur ein Katzensprung zu einer historischen, wasserangetriebenen Edelsteinschleiferei, die schon in der vierten Generation der Familie Biel gehört. Ein Kuriosum. Das große Holzzahnrad läuft auf einer Speckschwarte als Gleitlager. Alle 1,5 Jahre muss sie ausgewechselt werden. Hier wird tatsächlich noch gearbeitet, wie es die Schleifer schon immer taten, auf dem Bauch liegend. Die museumsreifen Edison-Glühfadenbirnen werden von einem alten Gleichstromdynamo gespeist, ebenfalls mit Wasser angetrieben. In diesen Trommeln geschieht ein Bearbeitungsprozess gleichsam von alleine. Edelsteingriffe oder dergleichen schleifen sich mit Feinsand von selbst, sodass sie mit formschönen Rundkanten nach 1 bis 2 Tagen aus der Trommel genommen werden können. Edelsteinschleifereien gibt es in dieser Hunsrückgegend sozusagen an jeder Ecke.
Hier in Kirschweiler bauten im Jahre 1910 die Gebrüder Fuhr eine der ersten elektrisch betriebenen Anlagen. Viele folgten dem Beispiel und bauten ihre Schleifereien direkt an ihr Wohnhaus an. Allzeit bereit. Diese unter Denkmalschutz stehende Werkstatt ist immer für Besucher offen. Auch zu Schleifkursen kann man sich anmelden, so wie es Heinz Konopek tut, der schon seit Jahren aus Nordrhein-Westfalen zum jetzigen Besitzer Brusius kommt, um Schmucksteine zu fertigen. Zum Heini Brusius, der hat mir das eigentlich ein bisschen beigebracht. Und alles, was ich kann, habe ich von ihm gelernt. Und so ist das ein schönes Hobby geworden. Den Schmuck, den ich für meine Frau gemacht habe, das ist immer eine Erinnerung. Und ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als hier so am Stein sitzen und zusehen, wie aus einem Rohling irgendein Schmuckstück oder ein schöner Gegenstand wird. Sägen, grobschleifen, feinschleifen, polieren, fertig. So einfach ist das. Und wer Geschick hat, auch noch Silber- oder Goldfassungen für den selbst geschliffenen Stein anzufertigen, auch das ist in dieser Gegend möglich. Etwa hier beim Goldschmiedemeister Karl-Heinz Konrad oder woanders. Vom Schmelzen des Silbers über den Gießvorgang für Silberdrähte bis hin zum Zurechtbiegen der Fassungsteile, das alles kann man erlernen und so in den Ferien seine Fertigkeiten erweitern. Der Hunsrück hat viele ausgedehnte Waldgebiete, in denen sich schon die Kelten rund 150 Jahre vor Christus vortrefflich verstecken und verschanzen konnten. Zum Beispiel in der sogenannten Kirschweiler Festung, auf dem Felskopf Silberich, mit einem von der Natur geformten Felsentor, steinernen Zinnen und gewachsenen Quarzitmauern, erhält man einen Eindruck von dem, wie die Schutzburg der Kelten einmal ausgesehen haben mag. Andere geschützte Ansiedlungen der keltischen Treverer wurden in diesem Gebiet gefunden, ausgegraben und teilweise rekonstruiert. Bei Bundenbach ist die so bezeichnete Altburg zu bestaunen. Eine nachgebaute Fliehburg für die damalige Bevölkerung der umliegenden Landstriche in Kriegszeiten. Die Anlagen waren darüber hinaus auch Begegnungsstätten bei kultischen Feiern oder Stammesfesten. Bewohnt wurde diese Anlage von einer ständigen Alarmwache oder Eingreiftruppe, die mit anderen Höhenburgen in Sichtverbindung stand, sodass eine Korrespondenz mit Rauchsignalen für rechtzeitige Feindwarnung sorgte. In der Mitte des Bildes die Ruinen der mittelalterlichen Schmidtburg. Links davon die restaurierte Keltensiedlung. Aus klobigen Schiefermauern errichtete Schmidtburg ist eine Gründung aus dem 10. Jahrhundert und war Stammsitz der bedeutendsten Adelsgeschlechter, die im Hunsrück, an der Nahe und am Mittelrhein ihre Besitzungen hatten. Ab 1324 gehörte die Schmidtburg Erzbischof Balduin von Trier, der sich gezielt Burg um Burg dieser Gegend unter den Nagel riss. Bei einem Picknick kann man darüber in einer kleinen Broschüre nachlesen. Im nahegelegenen Schieferbergwerk wird sie verkauft. Im Mittelpunkt der Region, über die wir heute berichten, liegt,
Herrstein. Über der Stadt liegt eine mittelalterliche Burg, deren einer Rundturm Schinderhannesturm genannt wird. Auch hier soll er also gewesen sein. Sein schauerlich geheimnisvolles Leben wird im Hunsrück oft als Touristenattraktion bemüht. . 1737 stürzten bedeutende Teile der vor dem recht wuchtigen Burganlage ein. Nur die alte Burgkapelle blieb stehen. Nach einer späteren Erweiterung hieß sie im Volksmund Schlosskirche. Wie so viele Kirchen im Hunsrück kann auch sie eine Orgel der Stumm-Manufaktur aus Raunen-Sulzbach aufweisen. Eine Barockorgel, gebaut 1772. Sie müsste dringend restauriert werden, aber leider fehlt dazu zurzeit das Geld. Dafür erstrahlen die sogenannten Herrsteiner Tafelbilder eines unbekannten Meisters aus dem 16. oder 17. Jahrhundert wieder in vollem Glanz. Erst 1959 wurden sie unter späteren Farbschichten entdeckt. Dass die Stummorgel zurzeit tatsächlich stumm ist, hat einen besonderen Grund. Die Herrsteiner hauten nämlich furchtbar auf den Putz. In 10 Jahren, ab 1975, legten sie im Stadtkern verputzte Fachwerkfassaden frei und restaurierten das Ortsbild. Eine beispielhafte Maßnahme für Denkmalpflege im ländlichen Raum. Das wurde ganz offiziell von der UNESCO gewürdigt. Und weil sie es sich wohl leisten können, nahmen die Herrsteiner sich selbst auch noch auf die Schippe. Den Vornamen Johann Karl oder Han Karl oder Hankel gab es früher in Herrstein häufig. Am Brunnenrand steht ein Junge, der einen Hankel mit Wasser bespritzt. Der Mann mit dem Schirm ist Symbol für den selbstbewussten und gebildeten, aber meist auch etwas dünkelhaften Herrsteiner Besitzbürger. Unterhalb des Schinderhannesturmes im Hause Lind tritt dann und wann die Herrsteiner Trachtengruppe auf. Sie besteht seit rund 10 Jahren und trägt original Hunsrücker Kleidung aus dem vorigen Jahrhundert. Der Hof dieses Privathauses im Schlossweg dient neben folkloristischen Veranstaltungen auch Serenadenkonzerten, die während der Sommermonate Jahr für Jahr eingeplant werden. Ob Folklore, Serenaden, Ausstellungen oder eine Fahrt mit dem Planwagen. Das kulturelle Angebot ist in dieser Region groß und die Gastronomie tut das ihre dazu, und zwar für jeden Geldbeutel und jeden Geschmack. So haben sich zum Beispiel 5 große Hotelrestaurants zusammengeschlossen unter dem Motto 5 Tage Hunsrück, 5 feine Hotels, 5-mal genießen. In Kempfeld, bei der schon erwähnten Wildenburg, gehört das Landhotel Gaffas dazu, in dem der Gast in einer 250 Jahre alten Bauernstube speisen kann. Das Hunsrücker Fass wartet auch mit einem Feinschmeckerlokal Le Gourmet auf und erhielt für seine exquisiten Tafelfreuden immerhin 13 Punkte im führenden französischen Hotelführer Gomillot. Schon Tröpfchen auf der Zunge? Die Köche in diesem Hotel verstehen sich aber nicht nur auf ausgefallene Gerichte. Man kann auch die einfache, viel gepriesene Spezialität des Hunsrücks erhalten, den Schwenkbraten. Die Zubereitung. Schweinenacken oder hohe Rippe vom Rind in 300 Gramm Portionen schneiden. Mit Salz, Pfeffer, Paprika und Knoblauch würzen. Das Fleisch zwischen 2 Lagen Zwiebeln einlegen und 24 Stunden durchziehen lassen. Dass jedes Lokal im Hunsrück seine eigenen, gehüteten Rezeptvarianten hat, versteht sich von selbst. Vor allem in der Gegend um Ida Oberstein. Das Fleisch wird über einem nicht zu starken Buchenfeuer auf einem Schwenkrost gebraten. 20 Minuten das Schweinefleisch, 15 Minuten das Rindfleisch. Beides ist garantiert ohne chemische Mastzusätze. Elfi Schwenk, die Chefin des Hauses, wacht höchstpersönlich darüber, dass hier alles zum Besten läuft.
Natürlich hat das alles seinen Preis, wenn er sich auch durchaus in vernünftigen Grenzen hält. Aber auch in der einfacheren Gastronomie gibt es in dieser Region genügend Auswahl. Zum Beispiel die kleine Pension Becker in Herrstein. Oh, oh nein. Hier ist Platz für etwas mehr als eine Handvoll Gäste, die in einem Wohn-, Ess-, Küchenraum bewirtet werden und dabei die Intimität des restaurierten Fachwerkhauses genießen können. Und Onkel, kannst du mir bitte mal die Butter geben? Aber gerne, darf ich dir das hier auch? Danke. Ach so. Nach einem ausgiebigen und recht handfesten Frühstück wird zwar ein großes Freizeitangebot offeriert, aber viele Gäste kommen ausschließlich hierher, um in sauberer Luft zu wandern. Dass sie sauber ist, zeigt die klare Fernsicht. Um es noch einmal zu sagen, Höhenzüge und tief eingeschnittene Täler sind Markenzeichen dieser Region, die von Kennern des Hunsrücks gerade in den Übergangsjahreszeiten geschätzt wird. Etwa, wenn der Frühling diese an sich herbe Landschaft mit Grün überzieht. Steigt man aus den Tälern hinauf zu den langgestreckten Höhenzügen, gewinnt die Landschaft durch die gestaffelten Bergformationen eine weite Tiefe, mit der der Dichter Stefan George die Frage verband, wäre es möglich, in dieser friedfertigen Landschaft seine Seele wiederzufinden? Nicht nur in Tälern oder auf Höhen kann man hier wandern, sondern auch im Erdinneren. Im einzigen, original aus dem Mittelalter stammenden Kupferbergwerk, das es in der Bundesrepublik gibt. Das Kupferbergwerk Fischbach bei Herrstein bereitet mit seinen riesigen Weitungen den Besuchern ein unheimlich schauriges Erlebnis. Und das war der Ein- und Ausgang der Bergleute. Und der befindet sich hier hinter uns, welches hier mit Rosen abgedeckt ist. Und das geht nun von hier an etwa 60 Meter tief. Und diese Bäume waren natürlich sehr feucht, also sehr glatt. Und natürlich, wenn da einer ausrutschte, war er weg vom Fenster. Ungewöhnlich leuchtend sind die Farben, die mit Grün das Kupfer im Gestein verraten. Silber, das Kupfer ungeschmeidig macht, ist hier kaum zu finden. Georg Agricola schreibt 1546 in seinem Bergbaubuch, in fast jedem Kupfer ist Silber enthalten. Nahezu ohne Silber ist aber das Kupfer, das man bei Herrstein findet. Und dennoch wurde um 1800 dieses Bergwerk stillgelegt. Es war nicht mehr rentabel. Szenenwechsel. In Hottenbach haben sich Gerd Dahlheimer und seine Freunde Gedanken gemacht, wie man auch mit bescheidenen Mitteln Kulturveranstaltungen für die ländliche Region initiieren kann. Ziemlich genau vor einem Jahr saßen wir hier draußen im Garten zu viert und haben uns überlegt, wir wohnen in einer so schönen Gegend, aber kulturell eigentlich in einem weißen Fleck. Wir haben den alten schönen Tanzsaal, sodass wir sagten, Mensch, wir müssten mal was probieren. Und ein Nachbar kam vorbei und hat gesagt, ist ja endlich mal was los im Kaff. Damit war der Name geboren, Kulturinitiative Kaff, Kultur auf Feld und Flur. Die Region hat Beifall geklatscht sozusagen, sodass es für uns gar keine Frage war. Wir machen jetzt weiter. Und dieses Jahr haben wir als Kulturinitiative schon 5 Veranstaltungen im Saal. Und wir sind also guter Dinge, dass wir uns als Initiative hier mittelfristig etablieren können.
Im Ballsaal aus den 50er Jahren hat unter anderem die Commedia dell'Arte-Gruppe Pegasus ihr Quartier bezogen und probt gerade das Stück Francesca Belladonna Venezia, das am 7. Mai im Dahlheimer Hof in Hottenbach Premiere haben wird. Das wildromantische Stück handelt von Liebe und Leidenschaft, Geld und Macht. Dargestellt von Berufsschauspielern in grob stilisierter Weise der historischen Commedia dell'Arte aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Ist sie wirklich ganz tot? Der alte venezianische Kaufmann Pantalone will die schöne Francesca gegen ihren Willen heiraten, aber damit soll er kein Glück haben. Du kannst doch nicht hier mitten im schönen Gottesausrichten. Francesca hat ihren geliebten Horatio und will mit ihm weiterhin heiße Liebesbeziehungen pflegen. Überdies, die ganze männliche venezianische Gesellschaft ist fest entschlossen, sich in die Gunst und das Herz Francescas einzuschleichen. Sogar Gott spielt mit. Aber mein Herr, das spielt doch meine Frau. Denn ich habe sehr viel Geld für sie bezahlt. Aber sie wird nicht seine Frau werden. Das, was sich hier ereignet, ist nur eine Show, gespielt von einer schönen Venezianerin mit List und Tücke. Ich will nicht. Francesca! Der Dahlheimer Initiative Kultur auf Feld und Flur, kurz KAF genannt, ist es zu verdanken, dass selbst historisches Theaterspiel in einem Landstrich zu sehen ist, der früher einmal als rückständig und arm gegolten hat. Ja, wir wollen bis in alle Ewigkeit. Heute kann hier von Rückständigkeit und Armut nicht mehr die Rede sein. Was aus der Höhe wie undurchdringliche, wild zerklüftete Waldlandschaft aussieht, birgt eine Menge Unerwartetes. Der Ort Kirschweiler zum Beispiel, wenige Kilometer nordwestlich von Idar-Oberstein gelegen, duckt sich ganz unauffällig und bescheiden in die Landschaft. Und dennoch zahlen seine Einwohner die höchsten Gewerbesteuern dieser Gegend. In der 1200-Seelen-Gemeinde gibt es rund 70 Edelsteinschleifereien, die natürlich bei den großen Edelsteinmessen mit ansehnlichen Umsätzen vertreten sind. Einer handelt fast ausschließlich mit Fürsten und Königshäusern oder mit dem stinkreichen Sultan von Brunei. Dabei geht es um Kreationen, die dem Normalsterblichen die Sprache verschlagen. Millionen kann man hier loswerden. Ja, hier arbeiten wir gerade an einem Objekt mit Schwänen aus einem Stück Bergkristall, circa 50 cm groß. Es ist also sehr schwierig, in dieser Größe zu arbeiten. Schnäbel sind in massiv 18 Karat Gold gearbeitet, die Augen in Saphir. Und wir dressen jetzt das Ganze hier mit einem bunten Blumenstrauß. Die Blüten sind Amethyst, Bergkristall, Rosaquarz, Turmaline, Lapislazuli, Türkis und so weiter. Also ein ganz bunter Strauß, den wir hier zusammensetzen. So, um aber jetzt auch zu zeigen, dass wir also nicht nur Blumen, Blüten und solchen Arrangements machen, können wir mal rüber in mein Studio gehen und dort halt eben so mal einen kleinen Querschnitt zeigen von Objekten verschiedener Art, was wir alles aus Edelstein und Gold fabrizieren. Es geht also von circa faustgroßen Objekten an bis zu solch großen Kreationen, das heißt auch im Preisgefüge von ungefähr 300, 400, 500 Mark an aufwärts bis natürlich bis unendlich. Diese kleine Figur nenne ich den Kunstkritiker. Eine kleine Witzfigur in Form eines Vogels, ganz aus Edelstein, alles gearbeitet. Echt Chalcedon, russischer Obsidian, der Schnabel in Karneol, die Hosen in rotem Jaspis und alles in 18 Karat Gold gesetzt. Eine große Spieldose in Lapislazuli.
mit 18 Karat Gold und einer Gemme schwarz-weiß Achat des Komponisten Peter Tschaikowski. Hier haben wir einen exakten Nachbau des berühmten Kaiserwagens des japanischen Kaisers Hirohito, den Mercedes 770K aus dem Jahre 1935 im Maßstab 1:20, ganz in Rubin, schwarzem Sterling-Silber und einem Kilo 18 Karat Gold, Scheinwerfer mit Diamant, die Räder in Onyx und die Fenster in Bergkristall. Das ist die Sea Lady, ein exakter Nachbau einer englischen Zweimastbrigadine von 1791. Der Rumpf wurde aus einem 36 Kilogramm schweren Bergkristall ausgehöhlt, geschliffen. Alleine für die Bespannung der Takelage wurden über 30 Meter 18 Karat Goldkette verwandt. Das vielleicht diffizilste Stück im ganzen Hause, Adam und Eva aus einem Stück ganz reinem Bergkristall von 16 Kilogramm Gewicht herausgraviert. Sie berühren sich nur noch an den Händen. Alles andere ist freigearbeitet mit Diamanträdern. Parfümflakons. Eine sehr schöne Sache zum Sammeln. Wir arbeiten die in allen möglichen Edelsteinsorten. Da kann man jetzt für den normalen Geldbeutel angefangen Kreationen schaffen, bis natürlich auch endlos je nach Steinart hochgehen. Also, wenn Sie ein wenig Geld loswerden wollen, diese Edelsteinnachbildung von Manhattan zum Beispiel kostet so viel wie ein Mercedes der gehobenen Klasse. Noch Fragen? Oder fahren Sie ein paar Orte weiter zum international bekannten Schmuckdesigner Bernd Mundsteiner in Stipshausen. Er bemüht sich um Zeitgemäßes für Hals, Finger und Ohr und hat dafür schon eine Menge Anerkennung gefunden. Allerdings, so ganz billig sind seine Kreationen natürlich auch nicht. Das Angebot all dieser Kostbarkeiten muss man erst einmal verdauen. Und das geht am besten bei einem ausgedehnten Spaziergang. Die Wandergebiete Obere Nahe und Wildenburg zählen zu den bestorganisierten in der gesamten Bundesrepublik. Aber auch fast alle Verbandsgemeinden im Hunsrück haben in den vergangenen Jahren viel für die Einrichtung und Ausschilderung der Wegenetze geleistet.